Wir verbleiben nun in Schauer mit einem Vortrag von Dr. Mehdi Esfahani. Und wir bedanken uns dafür, dass er sich die Zeit genommen hat. Und bitten ihn in Schauer nach vorne. Was du kannst, das Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وانشر علينا خزائنه منك. السلام عليك يا حجة ابن الحسن المهدي. صلوات الله عليك وعلى الله الطاهرين. Ich bedanke mich, liebe Brüder und Geschwister, von Ihrer Einladung. Bevor ich anfange, würde ich sagen, dass das heute auch ein arabischer Text war. Das haben wir nicht. Dann gehe ich direkt zu meinem Vortrag. Erstens wollte ich mich entschuldigen, weil konnte passieren, dass manchmal ich habe was im Kopf und kann mich das richtig und gut auf Deutsch wiedergeben. Sie sollten irgendwie das vermuten und verstehen, was ich meine. Das ist ein bisschen schwer, aber versuchen Sie das, weil ich kenne diese schöne Sprache durch, aber manchmal kann ich nicht alles so gut ausdrücken. Als zweiter Punkt sollte ich sagen, dass heute geht es um Überlieferungen und einige koranische Verse, die ich irgendwie benutzen will, um einen Gedanke hier vorstellen und vertiefen. Wenn ich mit meiner geringen Weisheit und Kenntnisse jede von diesen Überlieferungen interpretieren wollte, das konnte ungefähr 2 Stunden dauern, um jede von diesen Überlieferungen interpretiert werden. Das heißt, was wir tun, ist heute nur irgendwie eine Ausmischung durch diese Überlieferungen, um eine zentrale Idee oder Gedanke hier zu vorstellen. Das war der zweite Punkt. Dritter Punkt, dass es ist nicht wie, da Sie sollten über diesen Vortrag als eine einstündige Unterricht nachdenken, die dazwischen konnte durchgeschnitten werden mit Fragen. Lieber am Ende, aber wenn so notwendig ist, dann dazwischen. Und ich versuche, die Fragen zu beantworten. Gleichzeitig, es ist so, dass Sie sollten sich bemühen, weil unser Thema ist nicht so einfach. Ich sollte eigentlich meinen Vortrag über Arba'in oder 40 Tage oder 40. Tag nach Tod von Imam Hussein al-Salam halten. Aber habe ich gedacht, dass warum soll man nicht einmal selbst über diese Arba'in oder 40 und Wichtigkeit dieser Zahl in islamischer Lehre was sagen und vielleicht am Ende dieses Vortrags was zum Arba'in von Imam Hussein al-Salam. So, ich verspreche euch das, ich werde 1 Stunde, vielleicht weniger, aber nicht mehr sprechen und Sie sollten diese 1 Stunde irgendwie herzeigen. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
Wenn wir an uns denken, es geht um eine Reise. Wir sind Reisenden auf einem Weg, die erst nicht so klar ist. Imam Ali al-Salam hat ihm eine sehr, sehr schöne Überlieferung diese Situation und die Gelegenheit so formuliert, dass Rahimallahu Imran alima min al-Ain wa fil Ain wa ila Gnade Gott bei denjenigen sein, der kennt, woher ist er gekommen, wo er steht oder, und wo ist er zu gehen oder wo sollte er hingehen. Wir sollen uns fragen, woher sind wir hier und wohin wollen wir gehen. Egal. Viele von euch zum Beispiel sind hier in Deutschland geboren, einige nicht, aber das ist nicht so wichtig, weil das zeigt uns nicht, woher wir sind gekommen. Wo ist unser Anfang und wo gehen wir hin? So, es geht um eine Reise und gute Erkenntnis und Verständnis über diese Reise. Das, was sollen wir tun? Wer bin ich? Was soll ich tun? Und Gelegenheiten wie Arba'in von Imam Hussein a.s. ist eine gute Situation, eine gute Gelegenheit, um man diese islamische Sicht, schiitische Sicht, über diese Frage, das wer bin ich, zu beantworten. Um besser zu schauen, dass wie antwortet islamische Weltanschauung, islamische Lehre, diese Frage? So. Zahlen, verschiedene Zahlen, sind in allen Religionen, aber insbesondere im Islam, sehr, sehr wichtig. Denken Sie, dass jeder von uns sollte unbedingt fünfmal jeden Tag Gebet verrichten. Diese Gebete hat besondere Zahlen. Morgen 2 Rakat, Mittag 4, Nachmittag 4, dann Abend 3 und spät aber nochmal 4. Und wenn wir reisen, diese 4 Rakat sollte 2 werden. Wenn jemand nach Hajj geht, trifft diese Zahlen mehr. Man sollte sich um Kaaba drehen. 7-mal. Nicht weniger. Zwischen Safa und Marwa sollte man besondere Zahlen gehen und zurückholen. In unserem Gebet sollten wir 2-mal Sajde machen. In jeder Rakat. Man soll fragen, warum? Warum diese Zahlen? Was ist die Funktion von diesen Zahlen? Und in jede Ecke von unserer islamischen Handlungen, man sieht diese Zahlen. Zum Beispiel bei Ramadan. Es sollte 30 Tage sein. Oder bei der Geschichte von Musa a.s. salam. Wa wa'adna Musa 30 Tage. Wir haben Musa 30 Tage eingeladen oder 30 Nächte eingeladen. Dann haben wir mit 10 Tagen Verfolgung. Oder ja, Verfolgung. Das heißt, insgesamt sollte er 40 Tage, 40 Nächte bei uns bleiben. Das heißt, als ob diese 30 Tage wäre nicht genug und sollte er noch 10 weitere Tage bei uns bleiben. Aber warum? Und wenn Sie ein bisschen tiefer nachdenken, Sie sehen, dass wir sind in Grenzen der Zahlen begrenzt. Wenn wir an einen Mensch denken, Mensch hat eine logische, feste Definition.
ich jetzt sagen will, ist ein bisschen banal. Aber gleichzeitig soll man fragen, warum? Jeder von uns sollte zwei Augen haben. Könnte nicht sein, dass vier, fünf oder ein bisschen weniger oder mehr. Warum sollte ein Mensch zwei Augen haben? Aber ein Mund, zwei Gesichter, zwei Augen. Aber ein Kopf. Das heißt, auch unsere körperliche Gestalt ist durch besondere Zahlen sich formiert und gestaltet. Und das hat eine Bedeutung. Denken Sie an Gott und seine Einheit. Und dann denken Sie an diese Gottesnamen, die normalerweise man sagt, die sind hauptsächlich 99. Warum die sind 99? Oder wie man in Joshan Kabir sieht, Sie kennen den Joshan Kabir von Ramazan, ja, das ist eine lange Liedgebet, die jede Nacht von Ramazan, man, es muss sagen, wenn man das durchliest. In diesem Liedgebet sollte man 1000 Namen des Gottes, ja, 1000 Namen Gottes beten. Warum 1000? Es gibt viele andere Beispiele, die ich sollte nicht alle nehmen, weil ich bin eigentlich ein Schritt weiter. Aber insgesamt überall, in jeder Ecke von Religion und religiöser Handeln, Sie sehen diese Zahlen. Auch bei Zikr, zum Beispiel Tasbih Fatimah Zahra Salamullah, es gibt ganz genaue Zahlen. Zum Beispiel Allahu Akbar sollte man 34, Alhamdulillah 33 und nicht umgekehrt. Das darf man nicht. Das ist nicht Tasbih Fatimah Zahra, das ist dann etwas anderes. Ich meine, diese Zahlen sind überall, insbesondere bei sich. Und man soll sich fragen, warum Zahlen haben so etwas Wichtiges mit mir zu tun. Ich will Gott beten, ich will erwartet, ich will irgendwelche innere Beziehung mit Gott. Warum sollte ich dann durch diese besonderen Zahlen meine Gebet oder meine Ibadat, meine Beziehung, ja, formieren. Warum sollte ich so tun? Um diese Frage beantworten, ich habe eine Reihe von Überlieferungen, weil sollte ich diese Gedanken erst für euch ein bisschen durch Überlieferungen, weil Überlieferungen meine ich Ahadith von Ahl al-Bayt alayhi wassalam und koranische Verse befestigen, um sie klar zu machen, dass es ist so. Diese Zahlen sind in jeder Ecke von religiöser Handeln da. Ich habe eigentlich gesamte dieser Text, die ich jetzt zur Verfügung habe, auch zu unserem Bruder geschickt. Sowieso, ich habe gesamte Texte jetzt in meinem Laptop und wenn jemand diese Überlieferungen will, ich kann Ihnen das per E-Mail schicken. Es ist so, dass für jeden Titel, den Sie auf diese Zettel haben, gibt es 1, 2, 3 Überlieferungen auf diesen arabischen Text. Ich versuche einige von diesen Überlieferungen durchzulesen und kurz über Zahl 40 in diese Überlieferungen was sagen und weitergehen. Diese Phase von meinem Vortrag sollte ungefähr 15-20 Minuten dauern, um einmal einige von diesen Überlieferungen durchlesen. Sie können diese Titel mindestens folgen. Und dann fängt irgendwelche Interpretation, warum sollte diese Zahlen so funktionieren. So, erst ich wollte die Rolle von dieser Zahl 40 in gesamte Welt forschen. Ich weiß, dass es gibt
viele Libanesen kriechen muss. Deshalb ich lese durch ganz schnell, eigentlich auch auf Hocharabisch, Arabisch, Fusshaft, was Sie diese Überlieferungen auch hören. Es ist eine Überlieferung von Imam Sadiq a.s. von Amir al-Mu'minin a.s. قال النابة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لغنها حتى تقضي 40 يوما. Wenn ein Kamel entschuldigen Sie, aber es ist diese Überlieferung scheiße, ist ja, dann darf man sein Milch essen oder nicht? Trinken oder nicht? Die Antwort ist, du solltest erst 40 Tage warten und dann diese Milch trinken. Aber es ist nicht so, zum Beispiel bei einer Kuh. Wenn eine Kuh so etwas tut, dann du solltest 30 Tage warten. Und wenn eine Schaf so etwas tut, solltest du 20 Tage warten. Das heißt, es ändert sich. Es ist nicht gleich, es ist nicht egal. Es ändert sich. Dann ein anderes Beispiel. Zweiter Titel. Al-Arba'un an-Nasih al-Bair. Imam Hassan a.s. hat gesagt, jemand fragt Imam Hassan sa'altu an rajulin zabaha shatan. Jemand schlachtet ein Schaf. Fastarat, dann diese Schaf bewegt sich, wir haben vielleicht gesehen, und dann zufälligerweise ist diese Schaf in eine, wo wir Wasser rausbringen, gefallen. Zum Beispiel eine Bär. Was ist Bär? Brunnen. Ja. Dort runtergefallen. Was sollen wir tun? Imam a.s. sagt, du solltest zwischen 30 bis 40 große Wasserbehälter rausbringen und dann du kannst dort Wuzu machen oder was essen. Man sieht, dass diese 40 hat hier eine Rolle. Es ist wichtig, dass diese 40 mal dort dran sind. Aber wenn zum Beispiel etwas anderes, zum Beispiel eine Huhn in diese Brune runtergefallen ist, dann du solltest nur wenige Behälter rausbringen und dann kannst du das trinken und damit Wuzu machen. Dann ein anderes Beispiel. Wenn du Sadaqe, Sie wissen, was ist Sadaqe, Spende, irgendwelche Spende, geben wolltest. Nehmen wir an, dass du hast viele Schafe. Damals in Saudi-Arabien, ja, man hat viele Schafe. Schaf. Wenn diese Tiere 40 werden, für kunde Arbeine, Schatan, Schatan, von jeder 40 Schaf, du solltest eine als Sadaqe geben. Das heißt, diese 40 spielen auch hier eine Rolle. Und dann, Sie wissen das, wie wichtig Nachbarn in Islam sind. Die Frage ist das, wie viele Wohnungen sind meine Nachbarn? Die Antwort ist das, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل 40 دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. Von 40, von vier Richtungen. So hier, hier, hier und hinter. 40 Wohnungen gemäß Prophet ist unsere Nachbar. Und Sie wissen, dass diese Nachbarn haben besondere Rechte. Man sollte alle diese Nachbarn besonders handeln. Und dann, es gibt eine Überlieferung über diese Zahl 40 und
unserer Gesellschaft. Ich lese das erst. قال أبو عبد الله عليه السلام ما من رحة أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في أمر إلا استجاب الله لهم. Es ist unmöglich, wenn 40 Leute zusammensitzen und Gott beten, dass Gott ihrem Gebet leugnet. Unbedingt diese Gebet wird akzeptiert. Und Imam a.s. sagt, wenn sie sind nicht 40, du solltest 4 Leute finden und die sollten diese Gebet 10-mal verrichten. Dann diese Gebet wird akzeptiert. Das heißt nochmal, diese 40 als eine Zahl spielt sehr, sehr entscheidende Rolle. Und dann, das hat einen anderen Aspekt. قال كان بين قول الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما وبين أخذ فرعون 40 عام. Moses عليه السلام und sein Bruder Aaron haben Gott gebetet, um Pharaon von bei Israel irgendwie beseitigen. Gott hat gesagt, dass قد أجيبت دعوتكما. Ihr Gebet ist akzeptiert. Das heißt, ich werde Pharaon abschaffen. Ja, die Gebet ist akzeptiert. Aber diese Überlieferung sagt, dazwischen dauert 40 Jahre. Das heißt, bei Gott, die Gebet ist akzeptiert. Aber bei uns dauert es. In unserer zeitlichen Dauer 40 Jahre. Und das gibt uns eine Spur, wie diese Zahl 40 zwischen göttlicher und menschlicher funktioniert. Es gibt göttliche Wahrheiten, die um hier in unserer weltlichen, körperlichen, in Zeit und Raum ausgedehnte Welt stattfinden, dauert. Gebet da oben ist akzeptiert. Aber hier unten dauert 40 Jahre, bis diese Akzeptanz sich wirklich zeigt. So, lassen wir jetzt Richtung unserer Diskussion von gesamter Welt zum Adam biegen. Und ein bisschen über Wichtigkeit oder Rolle von dieser Zahl 40 und wir als Menschen nachdenken. Erst Beziehung zwischen 40 und unserer Esse. Hisham ibn Salim an Abi Abdullah alayhi salam قال Al-Lahmu yanmutu al-Lahm. Von Fleisch wächst Fleisch. Wenn ein Mensch 40 Tage keine Fleisch isst, dann bekommt er schlechte Laune. Und wenn jemand so eine schlechte Laune kriegt, dann sagen sie Azan in seinem Gesicht. Jo. In eine andere Überlieferung sagt, قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن الناس يقولون إن من لم يأكل اللحم ثلاثة أيام صاع خلقه. Ich habe zum Imam Reza alayhi salam gesagt, die Leute sagen, dass wenn jemand 3 Tage keine Fleisch isst, bekommt er schlechte Laune. Imam alayhi salam hat antwortet, فقد كذبوا, die haben gelogen. ولكن من لم يأكل اللحم 40 يوما تغير خلقه. Aber wenn jemand 40 Tage kein Fleisch isst, dann bekommt er schlechte Laune. Was soll dann Imam al-Islam begründet das? Wir werden diese Begründung in einer anderen Überlieferung auch beobachten. Was soll der Kelle Integral und Notfafi Merdare Arbaina Yawma? Und das ist, weil menschlicher Samen in 40 Tagen sich ändert und entwickelt.
Das werden wir in eine andere Überlieferung auch sehen. Das ist sehr wichtig, weil zeigt uns, dass diese 40 als eine Zahl spielt in unserer Einstellung eine Rolle. So. Eine andere Überlieferung sagt, man schreibt Muskeln. Man trinkt Alkohol. Man schreibt Muskeln. In Habasat Salatuhu Arba'ina Yawma. Seine Gebet wird 40 Tage nicht akzeptiert. Das heißt, bei Alkohol trinken, wir sind irgendwie geprägt und dieser Eindruck bleibt in uns 40 Tage. Erst nach 40 Tagen dieser Eindruck ist beseitigt. وَإِنْ مَاتَ فِي الْعَرْبَعِينَ مَاتَ وَإِنْ مَاتَ فِي الْعَرْبَعِينَ مَاتَ مِتَةً جَاهِلِيَّةً. Und wenn er dazwischen stirbt, er ist auf Jahiliyyah gestorben, kein Muslim. فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Außer wenn er dazwischen Tobe macht, dann ist es etwas anderes. Ohne Tobe, مَاتَ مِتَةً جَاهِلِيَّةً. Dann gehe ich weiter. Imam, es ist Arba'un wa Nuzulul Wahi, abgesandt von Revolution, ich meine Offenbarung. Abi Ja'far al-Baghir alayhi salam, fünfter Imam, hat gesagt, Qubiza Rasulullah wa huwa ibn 73 sana. Prophet sallallahu alayhi wa sallam ist gestorben und er war 63. Fakana maqamuhu bi Makkah 40 sana. Er ist 40 Jahre in Mekka geblieben. In Mekka geblieben. Summa nazala alayhi al-wahi fi tamam al-arba'in. Und erst wenn Prophet 40 Jahre alt war, er hat Offenbarung bekommen. Wir wissen, dass es gibt zwei Formen von Resalat oder Prophezeiung. Erst wie Jesus, alayhi salam, yukallimun nas fil mahd, er spricht mit Leuten, wenn er im Anfang von seiner Geburt. Das ist ein Volk von Propheten. Einige von Propheten sind so. Aber die anderen sind wie unsere Propheten. Die laufen in einen ganz menschlichen Ablauf und wenn man ganz vollkommen ist, und das ist in 40 Jahren, die bekommen Offenbarung. Wir werden in drei koranischen Versen das genau sehen. Koran sagt, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَسَّبَ. Sie haben diese Verse am Anfang ihrer Texte, Sie können das kurz anschauen. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَسَّبَ. Kennt jemand das auf Deutsch? Aber laut, weil die gesamte Gesellschaft hört das. Und als er die höchste Stufe seiner Vollkraft erreichte, haben wir ihm Urteilsvermögen und Wissen. Sehen Sie, sagt erst, wenn er höchste Stufe von Vollkommenheit erreicht. Haben, wie bitte? Vollkraft. Ja, ja. Wenn er höchste Stufe erreicht hat, dann haben wir ihm Urteilskraft gegeben. Das heißt, es gibt eine Beziehung zwischen dieser 40 und dieser Gnade Gottes. Der erste Vers bezieht sich auf Yusuf a.s. Josef, Yusuf a.s. Dann, es gibt einen zweiten Vers über Musa a.s. Kannst du das nochmal beschreiben? Als er die höchste Stufe seiner Vollkraft erreicht hatte und reif geworden war, verliehen wir ihm Weisheit und Wissen. Sie sehen das bei Yusuf a.s. und bei Musa a.s. ist wie unser Prophet. Die haben diesen normalen Ablauf durchgegangen
bis 40 Jahre und dann haben wir diese Offenbarung bekommen. So, dann gehen wir einen Schritt weiter. Es ist eine sehr bemerkenswerte Überlieferung. قال عليه السلام يزيد عقل الرجل بعد 40 الى 50 و 60 wenn man 40 Jahre ist oder wenn man 40 Jahre wäre denkt seine Vernunft sich weiter und weiter fortschreitet er bekommt immer mehr Vernunft bis 50 und 60 So. Und dann, es gibt viele Überlieferungen. Ich habe hier mehr als 10 Überlieferungen, die ich alle nicht übersetzen kann. Das spricht, wie wichtig diese 40 Jahre bei uns Menschen ist. Zum Beispiel, ich lese ein. عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة wenn ein Mensch 33 Jahre erreicht wir nennen das بلغ أشده ist seine Vollkraft erreicht فقد انتهى منتهى إذا بلغ وَإِذَا بَلَغَ عَرْبَعِينَ سَنَةً فَقَدْ دِمْتَهَا وَمُنْتَهَا Und bei 40 Jahren, er ist in letzter Stufe in diese, von dieser Phase. So. Ich denke, wir ein bisschen unsere Stimmung ändern. Es ist sehr gut, wenn Sie mir bei einem Salawat helfen. اللهم صل على محمد وآل محمد صانعها على أرض الزهرة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه الشفاعة. Jetzt es gibt eine Reihe von Überlieferungen, die spricht über Mensch und Beziehung zwischen Mensch vor seiner Geburt. Ich lese zwei von diesen Überlieferungen, weil ich finde, das hilft uns in unserer Diskussion. سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول قال عن جعفر عليه السلام إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما زامن bleibt in Gebärmut 40 Tage ثم تصير علاقة dann ändert sich und wird, was man Alaqa nennt. Summa tassiru muzhatan, dann Summa tassiru muzhatan arba'ina yawma. Dann eine weitere Phase, 40 Tage. Fa'eza kamala arba'ata ashhurin. Das heißt, jede Phase von diesen Entwicklungen dauert 40 Tage. Bis 4 Monate und 10 Tage. فَإِذَا كَمَلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلِكَيْنِ Dann Gott schickt zwei Engel. خَلَّاقَيْنِ Die haben besondere Aufgaben. فَيَقُولَانِ يَا رَبْ مَا تَخْلُقُ Was wolltest du schaffen? Und dann diese Überlieferung geht weiter. Das heißt, unsere Entstehung in Gebärmut hat mit diesen 40 Tagen zu tun. Und man sollte nachfragen oder sich fragen, warum das ist so wichtig. Lassen Sie mir bitte einen Schritt tiefer gehen. Es gibt eine sehr, sehr schwere Überlieferung, die bete ich euch vor hundertprozentiger Aufmerksamkeit von dieser Überlieferung, weil es ist ein bisschen schwer zu verstehen. Es gibt einen Vers im Koran, Surah A'raf 172. Es ist Achazarabu Kamen Bani Adam,
من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم على صبرتكم قالوا بلى شهدنا على ظهور بس ist diese Vers. Imam عليه السلام و مصلي عليه السلام hat diese Vers so interpretiert. ان الله عز وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم. Gott hat von besonderer Erde, die damit Adam a.s. erschaffen hat, genommen. Fassabba alayha al-ma' al-azb. Und dann hat süßes Wasser darauf gießen, darauf gegossen. Summa tarakaha arba'ina sabaha. Dann hat 40 Tage diese Komposition freigelassen. Das heißt, unsere Erde ist erst 40 Tage mit süßem Wasser freigelassen. Dann, Gott hat gesamte diese Kombination nochmal genommen und darauf سب عليها الماء المالح الأجاج salzige Wasser, die gleichzeitig bitter ist, gegossen. فتركها 40 صباح. Und dann hat nochmal diese Komposition 30 Tage freigelassen. فلما اختمرت التينة. Das ist, was man Tinat nennt. فلما اختمرت التينة. Wenn diese Tinat vorbereitet wurde, das heißt, erst in Entstehung von unserer Tinat, erste Erde und Wasser, die wir davon entstanden sind, diese Zahl 40 eine Rolle spielt. So. فلما اختمرت التينة أخذها فعركها عركا شديدا. Gott hat das nochmal genommen und ganz schwer zusammen gerieben. So. فخرجوا كالزرم اليمين الى شماله. Dann alle Kinder Adam von dieser Komposition rausgekommen, wie ganz kleine Buchstaben. Und dann Überlieferung geht weiter. Interpretation von dieser Überlieferung dauert viele Stunden. Ich will nicht Interpretation selbst, diese Überlieferung selbst interpretieren. Ich wollte nur zeigen, dass diese Zahl 40 hat in unserer ersten Phase auch was zu tun. So. Und dann es gibt eine weitere Überlieferung. Sagt, ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة. Jeder Mensch hat am Anfang 40 Verdeckungen. قال أمير المؤمنين عليه السلام ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة. Jeder Mensch hat am Anfang 40 Verdeckungen. حتى يعمل أربعين كبيرة. Bis er 40 große Sünde macht. كبيرة ist große Sünde. فَإِذَا عَمِلَ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً. Sehen Sie, wie wichtig diese Zahl 40 ist. Wir haben 40 Verdeckung. Dann, wenn wir 40 Mal diese große Sünde machen, das hat in unserem Wesen oder Geist sehr, sehr wichtig. So. فَإِذَا عَمِلَ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً. Wenn man 40 Sünde, große Sünde macht, انْكَشَفَتْ عَنْهُ الْجُنَانُ. Diese Verdeckung werden beseitigt. فَيُوحَلَّهُ إِلَيْهِمْ أَنْ أُسْطُرُ عَبْدِي بَأَجْنَعَتِكُمْ. Dann Gott offenbart seine Engel. Verdecken Sie meine Diener mit ihren Wingen. فَتَسْتُرُهُ الْمَلَائِكَةُ. Und Engel machen es. بَأَجْنَعَتِكُمْ. Mit ihren Wingen.
فما يدع شيئا من القبيح الا فارقه حتى ينتدع الى الناس بفعله القبيح. Und wenn er eine neue Sünde macht, irgendwelche von diesen Dingen gehen weg. Bis er so sündig wird, dass er sagt ganz offen in Gesellschaft, dass ich mache diese und daran bin ich stolz. Dann, Yahul al-Malaika, Ya Rab, Haza Abduk, dieser geliebte Gott, dieser Diener macht so schlimme Taten. Dann Gott sagt, dann geht's. Und er bleibt ohne Engel und ohne diese Verdeckung. So, es ist sehr wichtig, dass man nachdenkt, warum diese Überlieferung sagt, wenn wir 40 große Sünden machen, was macht diese 40 große Sünden mit unserer Seele? Denken Sie, an was jede Tat oder Handlung, jede unserer Taten und Handlungen mit unserer Seele macht. Und denken Sie an diese Wiederholung, wenn man das 40 Mal, wenn man 40 Mal Anwesenheit Gottes leugnet, handelt als, Gott, als ob Gott ist nicht da. Handelt als ob, ja, als ob Gott ist nicht existiert. Das hat einen besonderen, ja, Eindruck in uns. Und diese 40 Mal hat einen besonderen Eindruck in uns, diese besondere Zahl. So, jetzt denken Sie, wäre ich eine Tafel, war ich ganz frei, aber ich versuche das sowieso machen. So, denken Sie nochmal an diese Überlieferung, das sagt, dass an 40 Wohnungen sind unsere Nachbarn. Denken Sie darüber, das hat etwas Symbolisches. Denken Sie, dass, entschuldigen Sie, wir haben hier eine technische Frage. Denken Sie, dass ich wohne hier. Ja? Und bis 40 Wohnungen sind meine Nachbarn. Erst nach 40 Wohnungen befindet sich etwas Fremdes. Jetzt denken Sie an diese Überlieferung. Ich mache eine große Sünde. Ich gehe von meinem Anfang einen Schritt weiter. Aber ich bin in Nachbarschaft. Bei zwei großen Sünden gehe ich einen Wohnung weiter. Aber sowieso, ich bin in der Nähe von meinem reinen Anfangswesen. Bei dritter Sünde gehe ich einen Wohnung weiter. Wenn ich 40 Mal große Sünde begehre, dann bin ich woanders, die nicht mehr in meiner Nachbarschaft ist. Irgendwo unbekannt. Das nennt man in islamischer Lehre Nakare. Und Nahya Zankar. Nakare heißt etwas unbekannt, etwas unheimlich. Und sehr, sehr besondere Weise, deutsche Sprache zeigt dieser Wort. Was ist unheimlich? Was ist unheimlich auf Deutsch? Ha? Nicht heimlich. Unheimlich heißt sehr, sehr gefährlich, etwas, das wir davon Angst haben. Ja? Jetzt denken Sie an diese Heim, die in diesem Wort steckt. Unheimlich heißt, hier ist unser Heim. Und wenn wir so weg von unserer Heim sind, dann treffen wir etwas Unheimliches. So etwas ist hier gemeint. Das heißt, durch Wiederholung und Begehren von Sünden sind wir ganz weg von unserer Anfang. So. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Ich habe noch 15 Minuten Zeit. Ich bete um Ihre Geduld. Noch 15 Minuten und inshallah, wir sind nach 15 Minuten am Ende. Wenn Fragen wäre, ich kann das antworten oder Sie können Ihre Gruppe arbeiten. Johannes Antwort. Sagen Sie niemals, ich tue etwas, außer Sie sagen, inshallah, wenn Gott es will. So, nehmen wir an, dass wir haben diese Vers vergessen. Ich sage, ich werde euch morgen ein Buch bringen, aber vergesse, um zu sagen, dass inshallah. Was sagt diese Überlieferung? عن علي رضي الله عليه السلام في قول الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك قد الله ان يشاء او بديز الدرس was vor nach der kaiser sieht im folge dieses verses läuft so und wenn du gott vergessen hast so was das du erinnert hast sag es. Die Frage ist, wie lange darf man oder kann man vor einer vergessenen Entscheidung das wiederholen? Imam Ali Salam sagt, فَلَلْعَبْدِلْ أَلْإِسْتِسْنَا وَفَلْيَنِينَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَرْبَئِنَ يَوْمَنْ إِذَانَ أَسَرْهُ. Ich habe inshallah vergessen, kein Problem. Bis 40 Tage dann inshallah vergessen. Man kann so nach dem Winterstör, das ist eine Zahl, man sollte das behalten. Aber das geht tiefer. Das heißt, diese Handel, die ich versprochen habe, steht in Beziehung mit mir 40 Tage. Und in diesem Zeitraum darf ich das wiederholen. Und diese Inshallah hinzufügen. So. Und es ist eine sehr, sehr bekannte Überlieferung. Sagt man, hafiza ala ummati arba'ina hadithan, ba'asahu Allah yawm al-qiyamati faqihan alima. Wenn jemand 40 Überlieferungen, zwischen meine Oma, meine Leute, verbreitet. Er wird Tag der Auferstehung als eine Faqih, eine Gelehrte, auferstanden. Die Frage ist, sollte man diese 40 Überlieferungen zum Beispiel in einem Buch schreiben? Was ist Hafiza ala ummati arba'ina sabu, arba'ina hadisa? Hafiza heißt bewahren. Das heißt, man sollte 40 Überlieferungen meiner Meinung nach, gemäß einer Interpretation, in seinem Handeln bewahren. Ich sollte so handeln, dass durch meine Handlung keine von diesen 40 Hadithen verletzt. Wenn man meine Handlung sieht, sieht, dass ich bin Manifestation von diesen 40 Hadith. Meine Seele verletzt diese Überlieferung nicht. Mein Handeln, meine Sprechen verletzt diese Überlieferung nicht. Das heißt, 40 verschiedene Aspekte sollte sich im Menschen verwirklichen, um man im Tag der Auferstehung als eine Faqih auferstanden wird. Und sind wir jetzt fast am Ende, sollen wir die letzte Überlieferung über 40 Tage von Imam Hussein alaihi salam durchlesen. Kann jemand das vielleicht auf Deutsch durchlesen? Laut. Ja. Die Anzeichen eines Gläubigen sind fünf. Das Beten von 50 Gebetseinheiten,
die Siara am 40. Tag, also in Kadra, das Tragen eines Ringes an der rechten Hand, der Abdruck von Niederwerfung an der Stirn und die Erhebung der Stimme bei Bismillah ar-Rahman ar-Rahim während des Gebets. Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Zeichen von jedem Mumin. Die sind fünf Zeichen von jedem Mumin. Eine von diesen fünf Zeichen ist Ziyarat al-Arba'in. Lassen wir in diese 10 Minuten ein bisschen tiefer nachdenken, was ist Ziyarat al-Arba'in? Ja, es gibt eine kurze Ziyarat im Mafatih al-Jinan, in alle anderen Überlieferungen. Die man jeder Arba'in macht. Fängt so an, Assalamu alaikum ya Abu Abdullah, und man nennt das Ziyarat al-Arba'in. Das ist die erste richtige Bedeutung von Ziyarat al-Arba'in. Aber heißt das alles? Hat das nicht tiefere Bedeutung? Konnte das nicht anders verstanden werden? Was ist Ziyarat al-Arba'in? Lassen wir doch wohl nachdenken. Ja, wir haben, wie gesagt, 10 Minuten, aber diese 10 Minuten ist eigentlich Wucht unserer Vortrag, unserer Diskussion. Das heißt, ich bete um mehr Aufmerksamkeit. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Es gibt ein Fatihatul Qubur und ein Ziyarat. Was ist Fatihat al-Qubur? Jemand ist gestorben, begraben, bestätigt, bestattet, ja? Bestattet. Und jetzt gehen wir bei seinem Grab, und weil er Muslim ist, lesen wir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, einmal Fatihat al-Kitab. Fatiha ist ein Name von dieser Sure. Aber Fatih gleichzeitig hat eine andere Bedeutung. Fatih auf Deutsch heißt öffnen. Etwas, das etwas anderes öffnet. Etwas, das etwas anderes breit macht. Normale Gläubige, wenn sie gestorben sind und im Grab sind, haben sie Ul-Qabr, das heißt, ihrem Grab ist ewig. Nicht vor ihrem Körper, sondern vor ihrem Wesen. Wegen ihrer Handeln. Das ist ewig. Wir lesen Fatiha, um das zu öffnen. Ist das klar? Wir lesen diese Fatiha, um diese begrenzte, beschränkte Seele durch diese Fatiha mindestens vor eine vorläufige Zeit ein bisschen andere Stimmung geben. Das ist Fatiha. Man niemals benutzt dieses Wort von Ziyarat al-Bayt alayhi salam. Man sagt Ziyarat al-Husayn alayhi salam. Man sagt Ziyarat al-Arba'in. Sagt niemand Fatihat al-Husayn. Hat er geduldet? Geht ihr um? Ziyarat heißt sehen. Treffen. Wenn wir Ziyarat gehen, wir treffen jemand, der wir Ziyarat machen. Zum Beispiel, wenn wir Karawa gehen und Ziyarat in Hussein machen, es geht nicht um sich in einem Ort befinden und fertig, sondern es ist eine Treppe zwischen unserem Wesen und dem Wesen von Imam al-Salam. Wir beide treffen uns und unsere Seele wird reich von diesem Treffen. Das ist die Wahrheit. In Fatiha bekommt Gestorbene was von uns.
Isiarat bekommen wir. Was von Iran? Isiarat bekommt Gestorbene von uns in Fatah. Bekommt Gestorbene von uns diese Offenheit. Im Ziyarat bekommen wir was Göttliches, Heiliges von Masur, von Imam al-Hassan. Und was ist Ziyarat Arba'in? Ziyarat Arba'in heißt, es ist 40 Tage gelaufen. 40 Tage im Wesen der Mensch reicht, um er woanders ganz fremd werden. 40 Wohnungen ist nicht mehr Nachbarschaft. 40 Tage ist eine ganz andere Stimmung. Ziyarat Arba'in heißt, trotz dieser Laufzeit in unsere körperliche Raumzeit, wir bleiben in der Mose. Wir werden Schranken an Grenzen von Raum und Zeit überwinden und bleiben bei diesem Treffen. Im Ashura haben wir Wesen und Geist von Imam al-Salam getroffen. Unsere Seele hat seinen Wesen getroffen, ist durch sein Licht beleuchtet, hat diese Reichtum geistlich bekommen. Jetzt ist 40 Tage gelaufen. 40 Tage lang, ja, im menschlichen Wesen reicht um eine totale Veränderung in alle Aspekte. Aber wir sind bei Imam Hussein bleiben. Wir treffen ihn nochmal in Ziyarat Arba'in. Das ist Überwindung von Raum und Zeit durch unsere Liebe zu uns. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Und deshalb, das ist ein Zeichen von einem Gläubigen. Ein Mu'min ist jemand, der kann diese Zeit und Raum überwinden. Raum und Zeit sind keine Einwand für seinen Glauben. Raum und Zeit sind keine Einwand für sein Leben. Er bleibt bei was er richtig macht. Ich hoffe, dass wir diese besonderen Zeichen von einem Moment in uns verwirklichen. وصلى الله على محمد وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى محمد عالية على حب الحسين اللهم صل على محمد وعلى محمد Wir danken dem Doktor für diesen sehr, sehr schönen Vortrag.